noch, wenn der noch. Hallo, ihr Lieben. Schaut mal, ein Steinpilz-Opa. Was, Kollege? Ja, wir sind mal wieder im Wald, haben das schöne Wetter genutzt. Und da hat Kirsten mir gerade ein schönes Stichwort gegeben, wo ich ja schon Ewigkeiten mal was zu sagen wollte. Ich glaube, eine Hauptthematik, die wir heute egal wo haben, ist die Entfremdung von der Natur. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Ich bin jetzt 44. Als ich klein war, gab es bei uns im Saarland überall im Wald Wege. Ständig waren Leute unterwegs. Einfach, weil es gut tut. Und dann kam auf einmal die Schreckensmeldung. Vorsicht, der Fuchsbandwurm! Und innerhalb von 2-3 Jahren sind sämtliche Wege zugewuchert und keiner geht mehr in den Wald. Ich fand das so krank, das hing gerade mit der Zeit zusammen, als aus den 4 Sendern, die es damals gab, die Fernsehsender, wurden es dann 10 oder so. Und das ging dann so Hand in Hand. Vorsicht! Natur, Wald ist gefährlich und wehe, es kommt ein Fuchs und Tollwut und ich weiß gar nicht, ob es eine Handvoll Fälle von belegtem Fuchsbandwurm tot oder was weiß ich überhaupt gibt. Es gibt bestimmt ein paar, aber das wird dann meistens mehr übertragen durch Katzen, als dass man was gegessen hat, was im Wald war. Und das möchte ich euch einfach ans Herz legen, weil es gut fürs Herz ist. Geht in den Wald, lasst euch nicht von irgendwelchen Schreckensmeldungen abhalten, sondern genießt das einfach. Lasst euch da nicht reinreden. Solange wir noch eine Restnatur haben, achtet sie, passt drauf auf, aber nutzt das auch, was die Natur einem einfach gibt. Weil das ist es, was wir brauchen, wieder Verbindung zur Natur. Die hat alles, was wir brauchen. Die hat sämtliche Spezies auf dieser Welt ernährt, auch uns, den ganzen Kappes und Krieg und Terror, wo wir rundherum aufgebaut haben, bräuchten wir gar nicht mehr wieder eins mit der Natur werden. Dafür müssen wir erst wieder selbst, jedes Individuum, wieder ein Gefühl zur Natur kriegen. Macht das, lasst euch nicht unterkriegen, lasst euch da nicht raus von irgendwas, wo man sagt, ihr sollt nicht in den Wald. Alles Schwachsinn, Leute. Echt. Genießt es, solange wir es noch können.